Ego Secure Endpoint bietet ab Version 5.7 auch eine Schnittstelle zu NAC-Systemen. Somit können Sie definieren, welche Schnittstellen für Rechner in das Netzwerk über Ihre Netzwerkzugriffskontrolle freigegeben wird, wenn beispielsweise Ego Secure an das NAC-System wie MacMon zurückmeldet, dass die Virendefinitionen älter sind als 2 Tage, weil der Rechner eine bestimmte Zeit nicht mehr im Netzwerk gewesen ist. Somit können Sie entsprechende Gefahren aus Ihrem Netzwerk heraushalten. Erst wird der Weg beispielsweise von Ihrer NAC-Lösung zu dem Bezug von neuen Virendefinitionen freigegeben und erst nachdem der Rechner dann die neuen Virendefinitionen erhalten hat, bekommt er Zugriff auf das restliche Netzwerk. Dies können Sie dann über Ihre Network Access Control Lösung einstellen, aufgrund der Informationen, die Ego Secure an Ihre NAC-Lösung übergibt. Entsprechende Kriterien sehen Sie hier, die weitere Informationen an Ihre NAC-Systeme geben können. Und somit können Sie das Thema Endpoint Security und Network Access Control sinnvoll kombinieren, sodass auch hier weitere Maßnahmen in Sachen IT Security, Netzwerksicherheit und auch Endpoint Security erreicht werden.